Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser besonderen, unter vielerlei Gesichtspunkten besonderen, zur Außen- und Sicherheitspolitik in der deutschen Ratspräsidentschaft. Die aus vollem Haus stattfinden kann, aber aus dem Forum unserer Akademie im Livestream übertragen wird und die im Übrigen für all diejenigen, die das jetzt in den nächsten knapp 90 Minuten verfolgen wollen, gegebenenfalls auch ins Französische und ins Englische gedolmetscht wird. Aus dem Kanzleramt ist die Bundeskanzlerin zugeschaltet, die ich besonders herzlich begrüße und für deren Mitwirkung trotz erschwerter Bedingungen ich mich besonders bedanken möchte. Und hier um mich herum versammelt sind bereits die Frau Anne-Marie Decaux, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Außen- und Sicherheitspolitik, Johann Wadephul, und der Direktor des Mercator Institute for China Studies, Dr. Huo Tari, mit denen wir gemeinsam nach der einführenden Rede der Bundeskanzlerin über Implikationen der deutschen Ratspräsidentschaft diskutieren wollen. Die Frage nach der Handlungsfähigkeit der europäischen Gemeinschaft, nach der politischen wie ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit stellt sich ja nicht erst seit der Corona-Krise. Diese Frage verfolgt uns schon seit längerer Zeit, aber sie hat durch die aktuellen Entwicklungen, die in keinerlei Planung vorhergesehen waren und vorhersehbar hätten sein können, natürlich nochmal eine zusätzliche Perspektive und zweifellos auch eine neue Akzentuierung erfahren. Deswegen, und das dann für die jeweils anstehenden Präsidentschaften, mit deren Aufgabenstellung sich ohnehin besondere Erwartungen verbinden, dass für die deutsche Ratspräsidentschaft mindestens in gleicher, vielleicht auch in eher noch mal etwas stärkerer Weise zutrifft, davon wird man sicher ausgehen können. Deswegen freuen wir uns, dass die Bundeskanzlerin unser Gespräch mit eigenen Erläuterungen über die Absichten eröffnen wird, die die Bundesregierung mit dieser Ratspräsidentschaft verbindet. Liebe Angela Merkel, ich hoffe, dass sie uns überhaupt hört. Ja, das ist so. Einen wunderschönen guten Abend und wir freuen uns jetzt auf die Einführung. Guten Abend. Ja, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Frau Decaux, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Norbert Lammert, lieber Johann Wadephul und sehr geehrter Huo Tari und meine Damen und Herren, die Sie vereinzelt in der Konrad-Adenauer-Stiftung sitzen, aber auch am Livestream uns natürlich folgen. Als die Konrad-Adenauer-Stiftung die heute stattfindende Veranstaltung plante, da war die Welt noch eine andere. Ein neues Jahrzehnt brach gerade erst an und mit einer solchen Wegmarke verbindet sich auch immer die Hoffnung auf mehr Frieden, mehr Stabilität und Wohlstand in der Welt. Noch vor wenigen Wochen befanden sich die Mitgliedstaaten der Eurozone auf einem soliden wirtschaftlichen Wachstumskurs. Deutschland steuerte auf das sechste Jahr mit einem ausgeglichenen Bundeshaushalt zu. Und mit großer Selbstverständlichkeit reisten die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zwischen den Binnengrenzen des Schengen-Raums, geschäftlich oder privat, ohne Grenzkontrollen und ohne Mundschutz. Noch vor wenigen Wochen schien unvorstellbar, dass nur wenig später freiheitliche Demokratien umfangreiche Maßnahmen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen müssen, die auch hierzulande den härtesten Einschnitt in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Und diese Entscheidungen gehörten auch zu den schwersten meiner ganzen Amtszeit als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Denn dieses Virus ist und bleibt eine demokratische Zumutung. Die Coronavirus-Pandemie hat unsere Welt auf den Kopf gestellt. Und so auch die Planungen für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft,
die wir am 1. Juli turnusgemäß für ein halbes Jahr übernehmen werden. Die Krisenbewältigung ist in den Mittelpunkt gerückt. Zugleich aber wollen wir in diesem Rahmen auch die bisher geplanten Schwerpunkte und Zukunftsthemen weiterverfolgen, also insbesondere dazu, wie unsere Wirtschaft klimaneutral wieder erstarken kann, wie wir die Digitalisierung voranbringen und die Rolle Europas als Stabilitätsanker in der Welt stärken. Die Coronavirus-Pandemie zeigt, wie grundlegende, tiefgreifende Verschiebungen uns in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum zu Entscheidungen mit sehr langfristigen Folgen herausfordern. Ich danke der Konrad-Adenauer-Stiftung für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die die Gelegenheit gibt, diese wahrlich transformativen Entwicklungen gerade für den Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik einzuordnen. Diese Einordnung, der Sie sich mit der heutigen Veranstaltung widmen, ist auch deshalb so wichtig, weil wir ja in widerstrebenden Anforderungen politisch denken und handeln müssen. So wird auf der einen Seite von uns allen erwartet, dass wir zwischen Verwandten und Freunden, Bekannten und Kollegen, also mit allen Menschen, mit denen wir nicht unter einem Dach leben, Kontakt- und Mindestabstandsvorgaben einhalten und damit Fürsorge durch Distanz ermöglichen. Und auf der anderen Seite kommt es in dieser Krise ganz entscheidend darauf an, dass die europäische Familie noch näher zusammenrückt. Denn das Virus kennt keine Grenzen. Und so darf auch unsere Antwort als Europäische Union nicht an nationalstaatlichen Grenzen Halt machen. Wir müssen einander helfen, wo immer dies möglich ist, denn wir wissen, dass es auch Deutschland auf Dauer nur dann gut geht, wenn es auch Europa gut geht. Und umgekehrt ist es auch für Europa gut, wenn Deutschland wirtschaftlich und politisch stark ist. Trotz aller Unsicherheiten, mit denen wir uns konfrontiert sehen, ist eines für mich bereits jetzt klar. Europa kann aus der Krise stärker hervorgehen, als es in sie hineingegangen ist. Damit wir diesem Anspruch aber gerecht werden können, gibt es für mich ein Leitmotiv. Und zwar europäischer Zusammenhalt und europäische Solidarität, gerade auch in dieser Pandemie. Es ist dies das Leitmotiv der gemeinschaftlichen und zukunftsgerichteten Krisenbewältigung, dass die deutsche Ratspräsidentschaft prägen wird. Zu Beginn der Pandemie musste Solidarität ganz schnell und praktisch gelebt werden, als es da zum Beispiel darum ging, medizinische Ausrüstung für besonders betroffene europäische Partner zu liefern oder schwerkranke Patienten aus diesen Ländern aufzunehmen und zusammen mit vielen deutschen Staatsbürgern, auch Staatsbürger anderer europäischer Staaten, in einer beispiellosen Rückholaktion aus dem Ausland nach Hause zu bringen. Für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung, die auch Konvergenz und Zusammenhalt sichert, ist aber natürlich weit mehr erforderlich. Dafür brauchen wir eine außergewöhnliche Kraftanstrengung auf diese außergewöhnliche Herausforderung. Und diesem Ziel dienen auch die Vorschläge, die der französische Präsident Emmanuel Macron und ich vor einigen Tagen vorgestellt haben. Heute hat die Kommission ihren Vorschlag hinzugefügt. Und ich freue mich schon auf die weiteren Beratungen im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs, in denen Deutschland und Frankreich auch sehr gemeinsam und zielorientiert agieren werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir aber noch mehr. Ich wünsche mir, dass die Europäische Union gerade in Krisenzeiten auch global Solidarität zeigt und vermehrt Verantwortung übernimmt. Die Pandemie wird vielerorts zu einer Verschärfung bestehender Konflikte und Probleme führen und ist damit auch eine Belastungsprobe für die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Umso mehr müssen wir die Werte, für die wir innerhalb der Europäischen Union stehen, Solidarität, Demokratie, Freiheit und Schutz der Würde jedes Menschen, auch in der Welt vertreten. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Welt, die möglicherweise noch stärker von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sein werden als wir. Während unserer Ratspräsidentschaft wird der Blick also einerseits nach innen gerichtet sein, indem uns knappe Kassen und der Wiederaufbau unserer Volkswirtschaften vor schwierige Abwägungen stellen. Andererseits sollten wir jedoch stets beachten, wie wichtig
gerade auch in der jetzigen Situation, unser weltweites Engagement ist. Europa hat sich in den letzten Jahren den Ruf eines verlässlichen Partners erworben, sei es als vertrauenswürdiger Gesprächspartner in internationalen Foren oder zum Beispiel im Iran-Dossier, bei zivilen Missionen in der Ukraine, bei Trainingsmissionen in Mali. Darauf müssen wir aufbauen. Gerade in einer destabilisierten Welt ist es in unserem europäischen Interesse, als Stabilitätsanker dienen zu können. Die Europäische Union als Projekt zwischen einzelnen Staaten ist inhärent ein Unterstützer eines regelbasierten multilateralen Miteinanders. Dies gilt in der Krise mehr denn je. Dass wir als Europäische Union eine globale Kraftanstrengung anführen können, zeigte jüngst eine von der Europäischen Kommission initiierte Geberkonferenz. 8 Milliarden US-Dollar wurden für die Entwicklung, die Herstellung und die Verteilung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika eingeworben. Deutschland und Frankreich haben sich hier in herausragender Weise auch beteiligt. Ich sehe unsere deutsche Ratspräsidentschaft als Chance, Europa als solidarische, handlungsfähige und gestaltende Kraft weiterzuentwickeln, die Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt übernimmt. Vor diesem Hintergrund wird zum Beispiel auch das europäische Verhältnis zu China ein außenpolitischer Schwerpunkt unserer EU-Ratspräsidentschaft sein. Die Europäische Union hat ein großes strategisches Interesse daran, die Zusammenarbeit mit China, einem der wesentlichen Akteure dieses Jahrhunderts, aktiv zu gestalten. In meinen Gesprächen erlebe ich immer wieder, dass Chinesen verwundert sind, wenn sie davon hören, dass viel vom Aufstieg ihres Landes gesprochen wird. Denn in ihrer Selbstwahrnehmung kehrt diese 5000 Jahre alte Zivilisation lediglich zu jenem zentralen Platz auf der Weltbühne zurück, den es Jahrhunderte innehatte. Bei der zukünftigen Gestaltung unserer Beziehungen wird es deshalb nicht allein um den Ausbau von Handelsvolumina oder protokollarische Beziehungspflege gehen, sondern darum, dass wir Europäer erkennen müssen, mit welcher Entschlossenheit China einen führenden Platz in den existierenden Strukturen der internationalen Architektur beansprucht. Wir sollten das aber nicht nur erkennen, sondern diese Herausforderung auch selbstbewusst annehmen. Während unserer Ratspräsidentschaft steht deshalb eine Reihe von Themen für unser Verhältnis zu China auf der Tagesordnung. Wir wollen den Abschluss des Investitionsabkommens erreichen, das schon viele Jahre verhandelt wird, ein zugegeben sehr ambitioniertes Vorhaben. Wir wollen Fortschritte bei den Themen Klima- und Umweltschutz erreichen. Wir wollen die globale Gesundheit voranbringen, etwa dazu, wie wir bei Transparenzmaßstäben in globalen Pandemien besser werden können. Und darüber hinaus wollen wir uns zu unserem jeweiligen Verhältnis zu Afrika austauschen und erarbeiten, wie wir unser Engagement besser koordinieren und dabei die richtigen Standards setzen, die eine nachhaltige Entwicklung auch wirklich ermöglichen. All diese Themen der EU-China-Beziehungen sind für sich genommen schon anspruchsvoll genug. Zusätzlich werden sie das natürlich dadurch, dass China nicht irgendein Partner und Wettbewerber ist, sondern ein Land, mit dem es tiefgreifende Unterschiede in den Fragen der Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie und der Menschenrechte gibt. Denken wir allein an die Lage in Hongkong mit Blick auf das Prinzip ein Land, zwei Systeme. Diese Tatsache, dass uns sehr Grundsätzliches trennt, sollte jedoch kein Argument gegen Austausch, Dialog und Zusammenarbeit sein. Ganz besonders nicht in einer Zeit, in der wir eine an Schärfe zunehmende Auseinandersetzung zwischen den USA und China erleben. Vielmehr sind offener, kritisch-konstruktiver Dialog wichtiger denn je, um unsere europäischen Werte und Interessen zu behaupten. Meine Damen und Herren, ein weiterer Schwerpunkt unserer Außenpolitik in diesem Jahr ist Afrika. Für Oktober ist ein Gipfel der EU mit der Afrikanischen Union geplant. Er dient dem Ziel einer vertieften partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Dabei wird natürlich auch, aber nicht nur, das gemeinsame Vorgehen gegen das Coronavirus eine Rolle spielen müssen. Bereits jetzt ist aber absehbar,
dass viele Länder Afrikas massiv unter den sozioökonomischen Folgen der Pandemie leiden werden. Wir müssen also gemeinsam eine Antwort auf die Frage finden, wie diese Folgen abgemildert werden können. Gleichzeitig können wir aber auch viel von afrikanischen Ländern lernen, die eigene Erfahrungen im Umgang mit Pandemien besitzen. Auch die Themen Klima, Migration, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und natürlich Frieden und Sicherheit, um nur einige Beispiele zu nennen, werden Eingang in unsere Gespräche mit Afrika finden. Dies alles sind Bereiche, in denen Deutschland und Europa in den letzten Jahren ihr politisches Engagement deutlich verstärkt haben. Betrachten wir beispielsweise den Bürgerkrieg in Libyen. Die Berliner Libyen-Konferenz im Januar hat einen Beitrag dafür geleistet, die Friedensbemühungen der Vereinten Nationen zu unterstützen. Die Entwicklungen in Libyen in den letzten Wochen unterstreichen, dass es eine Chance, das Land zu stabilisieren, nur dann gibt, wenn die Parteien dem von den Vereinten Nationen ausgehandelten Entwurf für einen Waffenstillstand zustimmen und zum Verhandlungstisch zurückkehren. Und auch über Libyen hinaus wird es darauf ankommen, im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union dafür Sorge zu tragen, dass die europäischen Operationen und Missionen so weit wie möglich weitergeführt werden. Dies wird nur in enger Abstimmung mit Partnern wie den Vereinten Nationen zu erreichen sein. Meine Damen und Herren, die skizzierten Herausforderungen kann Europa nicht alleine auf der Weltbühne bestehen. Europa braucht Partner und Verbündete, um mit gemeinsamen Kräften den zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und an ihnen zu wachsen. Der wichtigste Partner Europas sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei ist mir natürlich bewusst, dass die Zusammenarbeit mit Amerika derzeit schwieriger ist, als wir uns dies wünschen würden. Dies gilt für die Klima ebenso wie für die Handelspolitik und aktuell auch für die Frage der Bedeutung internationaler Organisationen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die transatlantischen Beziehungen, die Zusammenarbeit und das Bündnis mit den USA und in der NATO ein zentraler, tragender Pfeiler unserer Außen- und Sicherheitspolitik sind und bleiben. Diesen Pfeiler nicht nur zu erhalten, sondern ihn zu stärken, ist in unserem ureigenen nationalen und europäischen Interesse. Denn für die globale Ordnung, für Frieden und Stabilität, für die Bewältigung der großen Fragen unserer Zeit sind wir aufeinander angewiesen. Nur so können wir unseren Anliegen in der Welt mit Nachdruck Geltung verschaffen. Wir sollten nie vergessen, dass Europa nicht neutral ist. Europa ist Teil des politischen Westens. Wenn Europa sich und seine Werte in der Welt behaupten will, und das wollen wir, das müssen wir, dann gelingt das nur, wenn wir sowohl stärker als früher unser Schicksal in die eigene Hand nehmen, als auch als verlässliche Partner der westlichen Werte- und Interessengemeinschaft agieren. Beides gehört für mich zusammen. Beides sind zwei Seiten einer Medaille. Das prägt natürlich auch unser Verhältnis zu Russland. Es gibt zahlreiche wichtige Gründe, gute Beziehungen mit Russland anzustreben. Dazu zählen die geografische Nähe und die gemeinsame Geschichte, globale Herausforderungen und wechselseitige Wirtschaftsbeziehungen. Das größte Land der Erde hat seinerseits natürlich auch zahlreiche gute Gründe für konstruktive Beziehungen zur Europäischen Union und zu Deutschland. Daher setze ich mich seit Beginn meiner Kanzlerschaft für einen kritisch-konstruktiven Dialog und ein friedliches Miteinander ein. Grundlage dafür kann nur das Verständnis davon sein, dass in den internationalen Beziehungen nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts gelten. Zu diesem Selbstverständnis unserer auswärtigen Beziehungen gehört beispielsweise ein Bekenntnis zur Schlussakte von Helsinki und zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Diesen Kanon an Werten und Regeln hat Russland wiederholt verletzt. Russland hat in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einen Gürtel ungelöster Konflikte geschaffen
und die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert. Es unterstützt Marionettenregime in Teilen der Ostukraine und greift westliche Demokratien mit hybriden Mitteln an, darunter auch Deutschland. Zweifelsfrei wird auch Russland uns während der EU-Ratspräsidentschaft weiter beschäftigen. Wo fundamentale Regeln des Völkerrechts missachtet werden, werden wir dies benennen. Falls Fortschritte im Minsk-Prozess ausbleiben, müssen wir die bestehenden Sanktionen aufrechterhalten. Andererseits gibt uns die Ratspräsidentschaft die Gelegenheit, neue Impulse in den Beziehungen zu setzen. Denken wir allein an die Themenfelder Libyen, Syrien, Klimaschutz, globale Gesundheit. So verschaffen wir sowohl mit unseren Prinzipien als auch mit unserem Engagement unseren Werten Ausdruck. Meine Damen und Herren, ein Virus mit einem Durchmesser von 140 Nanometern hat eine globale Wirkungsmacht entfaltet. Die Folgen der Pandemie werden auch unsere gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik auf unbestimmte Zeit maßgeblich prägen. Wir wollen während unserer Ratspräsidentschaft dazu beitragen, dass Europa nach innen gestärkt wird, damit wir auch nach außen in der Welt als solidarischer Stabilitätsanker auftreten können. Gemeinsam wollen wir Europa zu neuer Stärke führen. Konrad Adenauer hat mit seinem berühmten Satz Recht behalten, den ich zum Schluss zitieren möchte. Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Kraft bei den vor uns liegenden Aufgaben. Danke der Konrad-Adenauer-Stiftung noch einmal für diese Einladung und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Diskussion. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für die Erläuterungen über die Planungen und Absichten der Bundesregierung für die Zeit der deutschen Ratspräsidentschaft. Insbesondere auch für die Klarstellung, dass kein Grund für die gelegentlichen Zweifel daran besteht, ob die ursprünglichen thematischen Akzente durch die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise obsolet geworden sein könnten. Natürlich bestehen alle die Fragen weiter. Und Sie finden allenfalls eine zusätzliche Dringlichkeit, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Notwendigkeit von veränderten Priorisierungen. Aber keines der Themen hat sich in der Zwischenzeit in Wohlgefallen aufgelöst, die für die Bearbeitung in den europäischen Gremien für dieses Jahr absehbar gewesen sind. Nochmal herzlichen Dank und herzliche Grüße aus der Akademie ins Kanzleramt für den verbleibenden Teil des Abends. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das heutige Datum, der 27. Mai, ist kein leeres Kalenderblatt, wenn man sich so etwas wie einen immerwährenden, ewigen Kalender der Europäischen Gemeinschaft vorstellt. Denn es war an einem 27. Mai, nämlich am 27. Mai 1952, heute auf den Tag genau vor 68 Jahren, als der Vertrag zur Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet wurde. Dieser damals von den Regierungen Frankreichs, Deutschlands, Italiens und der drei Benelux-Staaten unterzeichnete Vertrag sollte eine europäische Armee schaffen, die ihrerseits der Grundstein für einen europäischen Einigungsprozess werden sollte. Das ist bekanntlich alles dann am Ende etwas anders geworden, nicht nur, aber auch deshalb, weil dieser Vertrag in der französischen Nationalversammlung keine Zustimmung gefunden hat. Sie werden, Frau Botschafterin, das jetzt nicht als unfreundliche Überleitung zu dem Thema empfinden, hoffe ich jedenfalls, mit dem wir uns ja heute Abend beschäftigen wollen, nämlich der Außen- und Sicherheitspolitik. Nicht nur, aber mit besonderem Blick auf das nächste halbe Jahr, also die deutsche Ratspräsidentschaft.
Denn die damaligen Überlegungen haben sich ja auch in den vergangenen 60, 70 Jahren nicht verflüchtigt. Sie sind mindestens so bedeutsam und relevant geblieben, wie sie damals waren. Und es gibt beachtliche Argumente, sie heute für eher noch dringlicher zu halten, als das damals der Fall gewesen ist. Wie schätzen Sie die Bereitschaft Frankreichs und französischer Verfassungsorgane heute ein, über die leicht bestätigte und sicher auch ernst gemeinte Bereitschaft zur immer engeren Zusammenarbeit hinaus zu wirklich gemeinsamen, integrierten Konzepten auch und gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik zu kommen? Erstmal danke, Präsident, für die Einladung. Das ist ja eine schwierige Frage an der Stelle der Assemblée nationale oder des Parlaments, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, dass was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt haben, ist pragmatisch vorzugehen in diesem Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Und wenn man beobachtet, was in den letzten 3 Jahren passiert ist auf europäischer Ebene, dann kann man auch feststellen, dass in diesem Bereich sich vieles getan hat. Und wir freuen uns auch zu hören und zu wissen, dass diese Themen wieder Eingang finden in die Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft, obwohl natürlich die Covid-Krise jetzt alles auf den Kopf gestellt hat, wie Frau Bundeskanzlerin es eben gesagt hat. Ich glaube, dass wichtige, sehr wichtige Entscheidungen getroffen worden sind in den letzten Jahren auf europäischer Ebene mit PESCO, mit der Schaffung des Verteidigungsfonds, mit den konkreten Projekten, die wir Deutschland, Frankreich, aber auch mit anderen Partnern jetzt haben und verwirklichen wollen. Und wichtig wird es jetzt zu sehen, im Rahmen der Diskussion über den mehrjährigen Finanzrahmen, wie viel Geld für diese Projekte gedacht werden. Und wir freuen uns, wir haben uns heute gefreut zu sehen, dass in dem Vorschlag der Kommission ein bisschen mehr Geld vorgesehen wird für diese Projekte, obwohl es noch nicht so viel ist, wie wir uns gewünscht hatten, aber einiges mehr. Und ich glaube, das geht in die gute Richtung. Und wir wollen natürlich das Wichtige, dass viele Mittel für die Wiederankurbelung der Wirtschaft nach der Krise zur Verfügung gestellt werden. Aber wir wollen derselben Zeit eben nicht auf diese Themen der Verteidigung und Sicherheit verzichten. Also werden wir auch dafür kämpfen, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Sie haben wahrscheinlich den Eindruck, dass ich Ihre Frage nicht direkt beantworte. Ich glaube, wichtig sind eben diese konkreten Schritte, die gemacht worden sind. Die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, was in Afrika gemacht wird. Und da sind sehr wichtige Schritte, die es 1952 noch nicht gab und die jetzt erlauben, immer weiter auf dem Weg zu einer gewissen Integration führen können. Ich will meine Eingangsfrage nach den Unterschieden und den Ähnlichkeiten der Herausforderungen vor 60, 70 Jahren und heute in nicht der gleichen, aber einer ähnlichen Perspektive an den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion, Dr. Wadephul, richten. Und ich will das mit einem Zitat einleiten.
die beiden Präsidenten der Assemblée Nationale und des Bundestages haben aus Anlass des Europatages und in Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor wenigen Tagen in einer gemeinsamen Erklärung ihre Überzeugung der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern und zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht. Und sie schreiben in dieser Erklärung unter anderem, ich zitiere, heute geht es, wenn wir uns gemeinsam neue Ziele stecken, nicht mehr vorrangig um die Grundsatzfrage, ob wir mehr oder weniger Europa wollen, sondern pragmatisch darum, wie wir möglichst schnell die Union der 27 Mitgliedstaaten besser und stärker machen. Ende des Zitats. Aus diesem Satz kann man sowohl die Empfehlung zur Vorsicht wie einen gewissen Ehrgeiz herauslesen, und beides ist, glaube ich, nicht überinterpretiert. In welchem Maße, nach Ihrer Einschätzung, Herr Wadenfuhl, brauchen wir eigentlich jetzt eher Vorsicht oder eher Ehrgeiz oder in welcher Dosierung? Oder vielleicht ein bisschen spiegelbildlich zu meiner Anfrage an die Frau Botschafterin. In den letzten Monaten ist ja nicht ganz zufällig gelegentlich der Eindruck entstanden, dass die Rollenverteilung zwischen Deutschland und Frankreich sich erkennbar verschoben habe. Und während es früher über einen beachtlichen Zeitraum, vor allen Dingen auf französischer Seite, große Vorbehalte gegenüber Souveränitätsverzichten und Vergemeinschaftung von Politik gegeben habe, gäbe es da nun eher den größeren Ehrgeiz und dafür stünden eher die Deutschen auf der Bremse, wenn es nicht um die Frage ob, sondern wie Europa stärker und besser gemacht werden kann, geht. Na, ich glaube schon, dass die Corona-Krise uns noch einmal gezeigt hat, dass das ob nicht in Frage gestellt werden sollte, aber wir noch einmal gesehen haben, dass es eine kurze Phase der Irritation gegeben hat, wo man vielerorts, ich glaube auch in Deutschland, noch mal sozusagen nach der letzten Sprosse, vermeintlich letzten Sprosse auf der Leiter gegriffen hat, und das ist eine nationale, wenn Sie nur mal an das Thema Grenzschließungen denken. Und kann man Bewegungseinschränkungen immer dann rechtfertigen, wenn man sagt, hier gibt es gerade in einer Grenzregion oder auf der anderen Seite der Grenze eine besondere epidemiologische Notwendigkeit, Menschen daran zu hindern, sich zu bewegen. Das haben wir ja auch innerstaatlich sozusagen festgestellt. Aber wir haben auch manche Grenze geschlossen und andere haben manche Grenze geschlossen in Europa, die nicht geschlossen werden musste, sondern das ist reine Psychologie gewesen, wo man gemeint hat, wir müssen jetzt mal nationalstaatlich reagieren. Und wir haben auch die ein oder andere Hilfslieferung, die möglich gewesen wäre, beispielsweise nach Italien, auch nicht vorgenommen, weil wir gemeint haben, jetzt denken wir erstmal an uns. Auch Deutsche haben sich teilweise so verhalten. Das muss man selbstkritisch schon sagen. Aber nach dieser Irritation, bei der natürlich auch Fehler gemacht worden sind, ist jetzt, glaube ich, doch ein deutlicher Erkenntnisprozess da, dass man, und das insbesondere natürlich die Bundeskanzlerin und der französische Präsident, aber ich glaube die Kommission auch, aber insgesamt ist ja doch die Stimmung in Europa jetzt so, dass man jetzt sagt, ja, das kann es jetzt nicht gewesen sein, so werden wir dieser Lage nicht Herr und unserer Verantwortung nicht Herr, sondern wir müssen das schon gemeinsam machen und wir müssen uns gemeinsam jetzt, wir müssen jetzt gemeinsam sozusagen die nächste Sprosse hinzufügen, die noch keine rein staatliche ist, aber zu der müssen wir bereit sein. Und da gibt es, glaube ich, Herr Lammert, auf allen Seiten nach wie vor auch Vorsicht und Sorge und Zurückhaltung. Die ist in Deutschland bei fiskalischen Fragen etwas größer. Die ist am Ende auch bei, wenn es um letztendliche militärische Fragen geht, wenn sie nur an die Nuklearbewaffnung Frankreichs geht, auch in Frankreich natürlich nach wie vor vorhanden. Die finden wir in jedem Land und das ist auch ganz natürlich. Und deswegen finde ich auch den Ansatz richtig, den die Frau Botschafterin hier nochmal unterstrichen hat, dass wir jetzt einfach pragmatische Schritte nach vorne machen, aber nach vorne. Denn nicht nur
dieses winzig kleine Virus, das die Kanzlerin noch mal gerade so plastisch beschrieben hat, ist eine Bedrohung, sondern viele andere Dinge ja auch. Und es ist schlicht die Frage, Jean-Claude Juncker hat gesagt, wir müssen weltpolitikfähig werden. Wir müssen es nicht, wir können es auch sein lassen. Nur dann würden wir durch manche Fairnisse nicht so gut hindurchkommen. Und all das, was die Kanzlerin hat ja nochmal beschrieben, was uns an Werten, an Prinzipien, an Lebensweisen wichtig ist, werden wir nicht so erhalten können. Sondern dann werden wir Spielball werden, dann werden wir gestaltet werden und haben keine Chance, Stabilitätsanker, so hat es Frau Merkel gerade gesagt, sein zu können. Und ich nehme das nochmal auf, Sie haben das auch unterstrichen, die Situation in Afrika ist, in Zentralafrika, Mali ist erwähnt worden, aber die Nachbarschaft ist dramatisch, dramatische Sicherheit, zerfallene Staaten, Sicherheitsstrukturen, katastrophale humanitäre Zustände, Flüchtlingsbewegungen. Und wenn wir das, das ist im ureigensten europäischen Interesse und nicht im ureigensten US-amerikanischen Interesse und auch nicht im ureigensten chinesischen Interesse, hier für Stabilität zu sorgen, es ist unser Interesse. Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, wir sind ja dazu in der Lage, wir werden gerade in dieser Woche auch ein erweitertes Mandat der Bundeswehr für diese Region beschließen, wenn wir das nicht machen, dann wird das kein anderer machen und dann werden wir darunter leiden. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, hier brauchen wir eine vorsichtige Entschlossenheit, voranzugehen und gemeinsam innerlich stärker zu werden, aber auch als Akteur stärker zu werden. Und da scheint mir gerade in diesen Tagen etwas wirklich Gutes zu entstehen, dass man sich unterhakt und nach vorne gehen will. Und dafür haben Präsident Macron und die Bundeskanzlerin, glaube ich, einen sehr starken Impuls gesetzt. Dr. Mirko Huotari ist Direktor des Mercator Institutes for China Studies. Eine Institution, die noch nicht ganz so alt ist wie die französische Botschaft oder der Deutsche Bundestag. Wenn Sie mögen, können Sie auch gerne zwei Sätze vielleicht zur Aufgabenstellung dieses Instituts sagen. Jedenfalls werden Sie aus schierem professionellen Interesse mit besonderer Aufmerksamkeit die Bemerkung der Kanzlerin zu diesem Thema registriert haben, die ja keinen Zweifel daran haben offen lassen, dass das Thema Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und China nicht nur weiter auf der Tagesordnung steht, sondern dass es, wie mehrfach angekündigt, ein zentraler Aspekt der deutschen Ratspräsidentschaft sein soll. Meine erste Frage an Sie ist, haben Sie den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten auf der einen Seite und China auf der anderen Seite sich in Zeiten der Corona-Krise verändert haben? Und falls ja, in welche Richtung oder in welcher Beziehung? Herr Lammert, letztes Mal muss man, glaube ich, festhalten, dass wenn die Krise eine Sache gezeigt hat, ist, dass die Kanzlerin damit richtig liegt, in dem Gewicht, was sie der Beziehung zu China beimisst. Und entsprechend klar ist, dass die Prioritätensetzung, sei sie auch aus einer anderen Perspektive erfolgt ursprünglich, sich gewissermaßen bestätigt hier. Hat sich das Verhältnis zwischen den europäischen Staaten und China in der Krise gewandelt? Ich glaube, wir sind mitten in diesem Prozess, dass hier manche haben das beschrieben als ein Wegfall von Naivität, doch gezeigt wurde, wie sehr China präsent ist heute in Europa, wie sehr es nicht vor der Haustür, sondern Innenpolitik heute ist, wie sehr auch wir davon abhängig sind, was in China passiert, was nicht in China passiert, was transparent dort gehandhabt wird, was nicht offengelegt wird, wie wir in Lieferketten mit Blick auf kritische Güter abhängig sind von China. Und dann glaube ich insbesondere auch, wie stark, und das hat auch die Kanzlerin gerade gesagt, wie stark der Gestaltungsanspruch ist, aus so einer Krise heraus in Europa wirkmächtig zu sein und tatsächlich unsere Außenpolitik, unsere Innenpolitik mitzubestimmen. Und ich glaube, in der Hinsicht wurde ganz klar, und daran arbeiten wir uns jetzt ab, dass hier tatsächlich nicht sozusagen das geschehen lassen der richtige Modus ist und weltpolitikfähig dann eben zu Hause im Verhältnis zu China anfängt. Und ich glaube, insgesamt, wenn Sie mich darauf festnageln wollten, ist doch klar geworden,
dass in der Krise das Vertrauen zu China nicht gewachsen ist insgesamt. Und das Vertrauen darin, dass wir da einen verlässlichen Partner in all diesen Fragen haben, die jetzt anstehen, scheint mir insgesamt zumindest hinterfragt zu werden. Und entsprechend ist es vielleicht umso wichtiger jetzt, dass wir da in die diplomatische Bearbeitung gehen. Reinhard Bütikofer, der Vorsitzende der China-Delegation im Europäischen Parlament, hat kürzlich in einem Interview gesagt, ich sehe es als ein strategisches Ziel der chinesischen Führung, die EU und die USA zu trennen. Teilen Sie diese Einschätzung? Im Grundsatz ja. Wir müssen uns klar darüber sein, dass aus der chinesischen Eigenlogik heraus und der außenpolitischen Prioritätensetzung Außenpolitik und Weltpolitik als eine Auseinandersetzung zwischen großen Wirkkräften und Polen und Mächten gesehen wird. Und da ist die USA, sind die USA der Gegenpol. Und das ist kein partnerschaftliches Verhältnis, das wird von beiden Seiten als ein strategischer Wettbewerb gesehen. Und da ist natürlich die Binnenkraft, der Zusammenhalt im Westen ist ein strategischer Faktor, der in Peking natürlich so gesehen wird. Entsprechend, ich glaube, in der Gesamtperspektive, man kann das sicherlich noch weiter ausdifferenzieren, ist das so zutreffend. Es ist im Pekinger Interesse, dass zwischen Washington und zwischen Berlin und Brüssel und Paris kein starker Zusammenhalt herrscht. Und insofern war ich sehr, glaube ich, dankbar auch für die Klarheit der Perspektive, die jetzt gerade nochmal gesagt wurde, dass der Ausgangspunkt unserer Außenpolitik natürlich der des transatlantischen Zusammenhalts ist und dass auf dieser Basis auch der systemischen Differenz mit China Kooperation natürlich ein Modus ist, der notwendig ist. Aber dass wir sozusagen von woher kommen und nicht in der Äquidistanz in dieser Perspektive zwischen den USA und China stehen. Frau Botschafterin, ich vermute mal, dass auf der ganz prinzipiellen, abstrakten Ebene es unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union keine Meinungsverschiedenheit darüber gibt, dass wir ein vitales Interesse an belastbaren, möglichst engen Beziehungen auch und gerade zu China haben. Gleichwohl lässt sich schwerlich übersehen, dass das Interesse nicht an jeder Stelle das gleiche ist, schon gar nicht gleich ausgeprägt ist. Wie schätzen Sie aus Ihrer Wahrnehmung, die ja ein bisschen sich von der parlamentarischen Wahrnehmung des gleichen Themas unterscheiden mag, die Erfolgsaussichten ein zu einer gemeinsamen China-Position? Ich vermeide jetzt noch den Begriff Strategie, einer gemeinsamen Position zu kommen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir freuen uns zu hören, dass für die Bundeskanzlerin dieses Thema noch weiter sehr hoch auf der Agenda steht. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, denn China ist ja ein sehr, sehr wichtiger Partner für die EU, ist natürlich aber auch ein Wettbewerber. Und da müssen wir das klar sehen. Und eine Chance auf sozusagen Augenhöhe mit China zu sprechen, geht nur, wenn wir zusammenhalten und wenn wir miteinander auftreten. Und wir haben alle seit Jahren, Jahrzehnten Beziehungen zu China, aber wichtig ist es heute in einem Kontext, wo China sich auch ganz anders verhält auf der internationalen Bühne, dass wir zusammen auftreten. Und das hat auch Präsident Macron letztes Jahr zeigen wollen, indem er als Präsident Xi bei uns zu Besuch war, dass er sowohl die Bundeskanzlerin als auch Präsident Juncker eingeladen hatte. Und dann war er einige Monate später in Shanghai und hat darauf bestanden, dass
ein Mitglied der deutschen Regierung auch dabei sein sollte und auch deutsche Unternehmer, um zu zeigen, dass wir überall zusammen auftreten und wenn möglich nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern auch ganz Europa. Ich glaube, das wird wirklich der wichtigste Punkt sein. Wir haben beobachten können in den letzten Jahren, dass China versucht hat, die europäischen Mitgliedstaaten zu dividieren. Und wir haben jetzt beobachten können, dass einige der Mitgliedstaaten, die an diesem Treffen 17 plus 1 teilgenommen haben, doch enttäuscht sind. Und ich glaube, das ist eben ein Beweis dafür, dass sie einsehen, dass es so nicht funktioniert und dass wir nur zusammen etwas erreichen können. Und das wird, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte sein auf dem Weg zu diesem Treffen mit China, dass wir wirklich überall eine gemeinsame Position haben, auch zusammen auftreten, sonst können wir nichts erreichen, sei es über die, was den Vertrag über die Investitionen angeht oder andere Fragen, die für uns alle sehr wichtig sind. Diesem 17 plus 1 Format sollten wir noch mal einen Augenblick nachgehen, Herr Wadephul. Mit Blick auf diese inzwischen ja institutionalisierte Kooperation, die ich glaube seit 2012 besteht, also doch seit einer beachtlichen Zahl von Jahren, zwei Legislaturperioden, und die Zusammenarbeit Chinas mit 17 Staaten Mittel- und Osteuropas zum Gegenstand hat, von denen 12 zur EU gehören, könnte man den Eindruck haben, dass es auf chinesischer Seite jedenfalls sehr viel mehr von strategischen Positionierungen gibt, als bislang auf europäischer Ebene zu erkennen sind. Wie schätzen Sie im Kontext der Bemühungen um eine gemeinsame Positionierung der EU, Herr Wadephul, dieses Format ein? Lässt sich das überhaupt in diesen Kontext integrieren oder ist es ein Hindernis für eine gemeinsame europäische Positionierung? Es ist eindeutig ein Hindernis. Ich sehe es hochproblematisch. Wir sagen auch allen EU-Partnern insbesondere, dass wir abraten, in dem Format vertieft weiterzuarbeiten. Und deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die deutsche Ratspräsidentschaft einen EU-China-Gipfel durchführen möchte und dieses Verhältnis zu China mit dem Investitionsschutzabkommen unter anderem in den Mittelpunkt stellt, um China klarzumachen, Ansprechpartner für alle handelspolitischen, sozialen, wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen Beziehungen ist die Europäische Union. Und die gibt den Rahmen vor. Und jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union kann man nur sagen, die Rechnung, die vielleicht gemacht werden mag in Peking, die aus dem Altertum ja schon stammt, divide et impera, wenn die aufgeht, werden wir alle schwächer sein, als wenn wir zusammenstehen. Das muss nicht automatisch eine konfrontative Angehensweise sein, wie wir sie zum Teil aus den Vereinigten Staaten von Amerika sehen. Ich bin vollkommen der Auffassung, wir sind nicht neutral, das hat die Bundeskanzlerin unterstrichen, das ist vollkommen klar, wir sind Teil des politischen Westens, aber wir haben eine andere Herangehensweise an auch eine Auseinandersetzung auf allen Gebieten, wirtschaftlichen wie politischen, als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir meinen nicht, dass mit Sanktionen beispielsweise gearbeitet werden sollte. Das ist nicht sozusagen unser bevorzugtes Mittel, sondern wir haben andere Wege. Aber Grundbedingung ist, dass wir zusammenstehen, und zwar als Europäische Union. Und wenn wir andere Formate zulassen und wenn wir, wie wir das erleben, teilweise Regierungschefs von EU-Ländern sehen, die sich nicht genug freuen können, sich mit Präsident Xi bei Kompromissen, die den EU-Standards nicht entsprechen, freudig vereint zu zeigen. Wenn wir auch Staaten erleben auf dem westlichen Balkan, die in die Europäische Union eintreten möchten und bei der kleinsten Hilfslieferung die chinesische Flagge küssen,
dann müssen wir schon darauf hinweisen, China ist für uns ein großer Partner, ein großer Handelspartner, für Deutschland der größte Handelspartner, 200 Milliarden Euro Volumen. Das ist beachtlich, das ist wichtig. Auch, muss ich sagen, weitgehend vollkommen klar auch ein verlässlicher Partner, das muss unterstrichen werden. Aber wir müssen auch die Unterschiede sehen und wir müssen sehen, dass das, was wir an Urheberrecht haben, das, was wir an sozialen Rechten haben, das, was wir auch an damit verbundenen politischen Grundentscheidungen haben, dass das in China grundsätzlich anders gesehen wird und nicht nur in dem Sinne, dass sie es bei sich anders gestalten wollen, sondern dass sie auch Einfluss nehmen wollen auf uns. Und sich dagegen zu wappnen, zu wehren, dagegen etwas in der Hand zu haben, das ist eine entscheidende Aufgabe der Europäischen Union. Und deswegen ist es wichtig, dass es jetzt wirklich auf die EU-Ebene gehoben wird, dort bleibt und allen Mitgliedstaaten klar ist, dass wir via Brüssel kommunizieren und nicht sozusagen uns darin einzeln überheben, indem wir meinen, bilateral könnten wir mit China die Sache mindestens genauso gut tun. Das können wir nicht. Auch Deutschland nicht. Auch an dieser Stelle tritt hier einmal mehr die nicht nur theoretische Frage auf, ob eine bestimmte Vorgehensweise zwar im gemeinsamen Interesse, nicht aber im konkreten Interesse dieses oder jenes Landes liegen könnte. Und deswegen vielleicht nochmal an Sie, Herr Ouattara, die Frage, ob Sie da in Ihrem Institut empirische Befunde zu haben. Rein ökonomisch betrachtet scheint mir dieses Kooperationsmodell auf chinesischer Seite jedenfalls sehr viel überzeugender aufzugehen als auf Seiten der europäischen Partnerländer. Denn das Handelsdefizit ist in diesen 8 Jahren ganz offenkundig zugunsten Chinas größer geworden und keineswegs kleiner geworden. Können Sie was zu der Frage sagen, aufgrund der Beschäftigung in Ihrem Institut, ob und für welche Länder sich diese besondere Form der Kooperation als tatsächlich besonders vorteilhaft herausgestellt hat? Herr Lamant, ich glaube, wir sollten uns nicht der These anschließen, die ja auch in Washington vertreten wird, dass Handelsbilanzdefizite sozusagen der Maßstab unserer Außenwirtschaftspolitik sein sollten. Ich glaube, ganz besonders das Beispiel der Lieferketten mit Blick auf diese kritischen Gesundheitsschutzgüter hat doch gezeigt, wie sehr wir tatsächlich auch von dieser Arbeitsteilung profitieren. Bei der Produktion von Beatmungsmaschinen werden die relevanten Maschinen, die dafür notwendig sind, in Deutschland hergestellt und dann in China produziert. Die Filter, die für die Mundschutzmasken notwendig sind, die in China produziert werden, werden in Deutschland hergestellt. Also es ist nicht so, dass sozusagen diese Lieferkettenabhängigkeit im Grundsatz per se die Schwierigkeit ist. Was wir jetzt gemerkt haben, ist, glaube ich, dass wir mit Blick auf ganz bestimmte kritische Güter über Diversifizierungsstrategien, über Stockpiling, über die Vorratslagerung und Ähnliches besser nachdenken müssen. Aber ein grundsätzliches Decoupling von China liegt nicht in unserem Interesse. Mit Blick auf die unterschiedliche Ausgestaltung der Abhängigkeit ist klar, dass wir da auch einfach ein unterschiedliches Verteilung von Interessen damit dann haben. Die polnische Außenwirtschaft, die italienische Außenwirtschaft haben eine andere Ausgangslage mit Blick auf, wie wir Außenwirtschaft gegenüber China betreiben wollen. Und das müssen wir berücksichtigen. Es ist auch klar, dass insbesondere die deutsche Wirtschaft ein Interesse an diesem Investitionsabkommen hat. Das heißt, unsere Grundannahme ist doch häufig in Berlin hier, alles das, was für die deutsche Außenwirtschaft gut ist, ist auch für Europa gut und in vielerlei Hinsicht stimmt es. Aber es tut uns auch gut, glaube ich, sozusagen die Interessen der anderen Mitgliedstaaten da deutlicher, häufiger und dann auch systematischer zu berücksichtigen bei unserer China-Politik. Nun hat die Kanzlerin erwartungsgemäß auch keinen Zweifel daran gelassen, dass wir uns nicht nur um unser Verhältnis zu China kümmern müssen. Wir haben im Übrigen ja auch noch eine Reihe von unerledigten Aufgabenstellungen, die sich aus dem Verlassen eines Mitgliedstaates aus der Europäischen Union ergeben haben, was wir heute Abend vermutlich jetzt nicht vertiefen können. Aber dass Afrika eine ganz andere, aber nicht weniger wichtige Aufgabenstellung für Europa darstellt als China, daran kann es ja keine vernünftigen Zweifel geben. Nun hat aus wiederum einschlägigen historischen Gründen Frankreich da eine ganz andere Ausgangsposition als jedenfalls Deutschland. Aber auch Frankreich
kann alleine das Verhältnis, das der eine zu dem anderen Kontinent entwickeln muss, nicht für die europäische Gemeinschaft im Ganzen erledigen. Und ich würde Sie gerne fragen, ob mein Eindruck zutrifft, dass das auch eben einer der Bereiche ist, in denen wir über das abstrakte Bekenntnis zur immer engeren Zusammenarbeit hinaus eben auch institutionalisierte Fortschritte brauchen, die über die bisherige Form der Zusammenarbeit hinausgehen, Stichwort Sahelzone, Dimensionierung von Einsätzen, auch Rollenverteilungen. Was ist da Ihre Einschätzung, beziehungsweise vor allen Dingen auch Ihre Einschätzung der französischen Erwartungen an die Rolle Europas und die einzelner Mitgliedstaaten? Bevor ich Ihre Frage beantworte, wollte ich noch ein Wort sagen, nach dem, was Herr Badari gesagt hat über China. Ich glaube, es ist wirklich in dem Interesse von allen EU-Mitgliedstaaten, egal jetzt ob Deutschland, Italien, Polen oder Frankreich, dass China nach den Regeln spielt und die regelbasierte Weltordnung auch respektiert. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für alle und auch die Gegenseitigkeit. Afrika, Sahelzone, ja, das ist eine enorme Herausforderung. Dieses Problem, dieses schwierige Problem besteht jetzt seit Jahren und wir freuen uns sehr, dass Deutschland sehr schnell uns beiseite steht, stand in diesem Konflikt. Man sieht, wie schwer es ist, da eine Lösung zu finden. Und wir freuen uns auch zu sehen, dass immer mehr Mitgliedstaaten einsehen, dass es eben kein Problem von Frankreich oder für Frankreich ist, sondern für ganz Europa. Und wie Sie wissen, gibt es jetzt auch Mitgliedstaaten wie Estland, also mit viel weniger Mittel, die da auch im Einsatz sind. Und es zeigt auch den Willen, dass dieses Problem auch als ein europäisches oder ein Problem für Europa zu sehen. Wir freuen uns zu hören, dass im Bundestag jetzt am Ende dieser Woche die Mandate erneuert werden und erneuert und erweitert werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir wissen, wie schwer und empfindlich das Thema ist und wie groß die Sorgen sind und die Fragen für viele Abgeordnete, das heißt auch für die Öffentlichkeit hier in Deutschland. Und ja, also ohne die Hilfe von Deutschland, von den anderen Mitgliedstaaten, aber natürlich auch von den UN können wir da keinen Ausweg finden. Es ist ein multidimensionaler Konflikt, wo es eben besonders schwierig ist, eine Lösung zu finden, denn wie Sie es gesagt haben, sind es teilweise zerfallene Staaten und man merkt auch, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, ist es richtig, was wir jetzt gemacht haben? Ist unser Vorgehen richtig? Können wir das nicht anders machen, besser machen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen? Deutschland hat sehr viel investiert in der Ausbildung des Militärs in dieser Region und trotzdem sieht man, dass es eben zu keiner zufriedenstellenden Situation führt. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir da besser, anders vorgehen? Und da ist die Zusammenarbeit wirklich sehr wichtig mit allen Akteuren. Es gibt nicht einerseits die militärische Dimension, andererseits die Entwicklungshilfe, sondern alle Akteure müssen da zusammenarbeiten und zusammen an einer Lösung arbeiten. Ja. Aber das ist eben
neben wirtschaftlicher Kooperation und Unterstützung mit Blick auf die realen Herausforderungen auch einer militärischen Dimension dieses Engagements bedarf. Daran besteht ja unter Experten keine ernsthafte Meinungsverschiedenheit. Dennoch übertreibt man vermutlich nicht, Herr Wadefuhl, wenn man sagt, die Neigung der deutschen Öffentlichkeit, das für eine besondere Aufgabenstellung der deutschen Politik zu halten, hält sich in engen Grenzen. Weshalb auch noch am ehesten vermittelbar ist zu sagen, wir beteiligen uns, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, eher symbolisch als operativ. Die Botschafterin hat ja freundlicherweise gerade das deutsche Engagement bei Ausbildung und Aufklärung und Beratung hervorgehoben. Aber die riskanten Einsätze werden dann gerne den anderen Partnern überlassen. Und auch hier stellt sich ja bei der Frage nach künftigen Strukturen europäischer Außen- und Sicherheitspolitik die Frage, reicht das, eine solche Rollenverteilung? Ja, also wir machen jetzt in jedem Fall mehr in Zukunft. Deswegen werden die Mandate geändert. Das heißt, wir machen militärisch auf dem Boden mit den Menschen an Ausbildung, auch an Heranführung derjenigen, die dann gegen Terroristen kämpfen müssen. Wir haben dort IS- und Al-Qaida-Strukturen, die sich um Staatsgrenzen nicht kümmern und die einfach für diese Unsicherheit dort sorgen. Also die bilden wir aus und da sind wir schon robuster, sage ich es mal vereinfacht formuliert, als in der Vergangenheit. Das müssen wir erklären. Dabei muss man eben wissen, wir sind jetzt 18 Jahre in Afghanistan, treu an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sehen viele in Amerika, nicht alle. Aber dieser Einsatz neigt sich so oder so ein bisschen dem Ende zu. Und wir stehen sozusagen vor einer neuen, großen Herausforderung. Und das noch einmal zu verdeutlichen, glaube ich, auch in der deutschen Diskussion, ist jetzt eine große Aufgabe, vor der wir stehen, auf die die deutsche Öffentlichkeit noch nicht recht vorbereitet ist. Denn das, was wir uns dort vorgenommen haben, wird man natürlich nicht in einer Legislaturperiode sozusagen erledigen können. Also das ist vollkommen klar. Wenn man das jetzt beginnt, und ich glaube, man muss es beginnen, dann muss man sich vielleicht hoffentlich nicht, dafür gibt es auch keine Anzeichen, auf weitere 18 Jahre einstellen, aber in 4 Jahren wird es nicht erledigt sein. Das ist natürlich auch nicht nur militärisch zu erledigen, sondern da braucht man vieles andere mehr an Entwicklungszusammenarbeit, an Unterstützung des Staatsaufbaus, an Kooperation mit supranationalen Organisationen wie der Afrikanischen Union, die bemerkenswerterweise vom ägyptischen Präsidenten Sisi geführt wird. Weiß auch kaum einer, dass Ägypten auch ein zentraler afrikanischer Staat ist, der übrigens auch nicht nur stabil ist, sondern der auch Gefahren ausgesetzt ist, wo wir auch eine Sicherheitskooperation haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt allen sagen, erstens ist es ein Gebot der Humanität, der Menschlichkeit, diesen Menschen zu helfen, weil dort Abermillionen Menschen von Terror, von Tod, von natürlich auch Corona und von anderen Krankheiten bedroht sind, von Hungersnöten. Die Kanzlerin hat es vorhin erwähnt. Aber es ist eben auch in unserem Sicherheitsinteresse. Nirgendwo so gibt es in der Umgebung Europas so viel potenziell migrationswillige Menschen wie in Afrika. Und noch ein großer Flüchtlingsstrom in Europa, verkraften wir den? Ich würde das heute nicht beantworten können, aber ich wäre da sehr, sehr kritisch. Und es gibt auch unheimliche Chancen in Afrika, das muss man auch sehen. Auch da ist China wieder aktiv, was auch Rohstoffinteressen und so weiter angeht. Die haben wir natürlich auch unsere Industrie. Wir brauchen auch Rohstoffe. Es gibt also auch positive, nicht nur im Sinne sozusagen einer Ausbeutung, einer Ausnutzung, auf keinen Fall, sondern einer wirtschaftlichen Kooperation mit einem Land oder mit einem Kontinent, muss ich richtigerweise sagen. Da gibt es auch große wirtschaftliche Chancen, die wir haben. Und die Kanzlerin hat es auch gesagt, wir können noch manches lernen. Also Afrika kennt Pandemien leider und kann uns auch das ein oder andere zeigen. Also es ist, glaube ich, eine große, große Notwendigkeit des Engagements in Afrika. Es ist unser Nachbarkontinent, der einen unmittelbaren Einfluss auf die europäische Zukunft hat. Und der bietet ganz große Risiken, aber auch wirklich Chancen für uns. Und deswegen ist ein Engagement dort richtig. Bei der Frage nach der künftigen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union muss auch mindestens angesprochen werden, das Thema Balkan.
auch ein Thema, mit dem man jetzt mühelos den Rest des Abends füllen könnte, weit über die uns jetzt zur Verfügung stehende Zeit hinaus. Ich will das Thema unter einem besonderen Aspekt gerne ansprechen, nämlich der nicht nur unter übel gelaunten Beobachtern des europäischen Integrationsprozesses weit verbreiteten Vermutung, dass in diesen vergangenen Jahrzehnten die Begeisterung der Europäer zur Erweiterung deutlich ausgeprägter gewesen sei als die Bereitschaft zur Vertiefung der Zusammenarbeit. Nun kann mit Blick auf die Länder, die es insbesondere nach dem Zerfall Jugoslawiens in dieser Region dann als neue Nationalstaaten gegeben hat, mindestens kein Zweifel daran bestehen, dass die Region zu Europa gehört. Sodass sich die Frage so oder so stellt, wie wir sie als europäische Gemeinschaft in unserer Außen- und Sicherheits-, im Übrigen natürlich auch wirtschafts- und handelspolitischen Überlegungen und Planungen einbeziehen wollen. Da würde mich auch mal interessieren, Frau Botschafterin, da ist die Interessenlage auch nicht bei allen Mitgliedstaaten gleich. Das muss kein unüberwindliches Hindernis sein. Steht aber jedenfalls einer einfachen gemeinsamen Positionierung doch erkennbar deutlich im Wege. Also was die Balkan angeht, ist die Tatsache, dass diese Region zu Europa gehört, außer Frage. Und Präsident Macron hat das auch immer gesagt, dass die Perspektive da ist. Nur in dieser fast ewigen Debatte zwischen Vertiefung und Erweiterung kann man doch nicht verneinen, dass es in den letzten Jahren und auch jetzt Monaten immer wieder die Herausforderung da ist, wie geht es weiter mit Europa? Man hat noch vor kurzem von einem möglichen Zerfall oder Auseinanderfallen von Europa. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt ein starkes Signal gegeben wurde in der Krise mit diesem Plan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft. Und dieses riesige Zeichen der Solidarität. Ich hoffe, dass es uns alle wieder zusammenbringen wird. Das ist, wir sind noch nicht so weit. Aber in diesem Zusammenhang und diese Diskussionen hatten wir schon vor zwei Jahren im Hinblick auf die kommenden Wahlen auf dem EU-Parlament. In diesem Zusammenhang ist es schwer zu verstehen, jedenfalls in Frankreich, dass man die Tür aufmacht für neue Mitgliedstaaten, denn egal wie groß diese Staaten sind, es sind Staaten, dann bedeutet das institutionell einen Kommissar und dann eben noch mehr Partner um den Tisch und noch größere Schwierigkeiten, denn man sieht auch, wie es wie schwierig es ist für diese Staaten in ihrer Region Lösungen für sich zu finden. Dann kann man sich schwer vorstellen, dass sie für die 27 eine konstruktive Rolle spielen können in einem Moment, wo dramatische Fragen sich stellen mit wachsenden populistischen Bewegungen und Fragen über ja, die Zukunft Europas. Also das ist, glaube ich, die Frage. Das heißt, wir freuen uns jetzt, dass diese Entscheidung getroffen worden ist, dass die Verhandlungen aufgenommen werden können mit Nordmazedonien und Albanien, und es wird eine gewisse Zeit dauern, aber Hauptsache, es ist auch genauer gesagt worden, was wir zu welchen Bedingungen wir das machen können, machen wollen.
Und ich glaube, wir können eben jetzt diese Debatte über die Vertiefung nicht vermeiden. Und das ist, glaube ich, was zum Ausdruck kommt in der Erklärung des Präsidenten des Bundestags und des Präsidenten der Assemblée Nationale. Die werden sich morgen treffen mit der parlamentarischen Versammlung. Und ich glaube, da ist eben auch ein starkes Zeichen gegeben worden. Also wir werden auch eine Debatte haben ab dem Sommer über die Zukunft Europa. Und da hat die Kanzlerin auch gesagt, dass sie nicht ausschließen würde, dass man, wenn nötig, die Verträge auch ändern könnte. Also das ist doch ein Zeichen in Richtung Vertiefung, denke ich. Das, ja, dass im Übrigen auch an dieser Stelle, in dieser Region, es konkurrierende chinesische Engagements gibt, füge ich jetzt mal nur der Vollständigkeit halber hinzu, ohne dass wir das jetzt im Einzelnen vertiefen können. Ich will für unsere letzte Runde aber Ihren letzten Aspekt gerne nochmal aufgreifen, Frau Botschafterin, nämlich dem ja nicht nur virtuellen Spannungsverhältnis zwischen Erweiterung und Vertiefung. Das rundum richtige Argument, dass das Interesse an möglichst vielen europäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union nicht wichtiger sein darf als die Handlungsfähigkeit dieser Europäischen Union, würde ja sehr an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn es erkennbar ehrgeizige Fortschritte in diesem Vertiefungsprozess gäbe. So, und da sind naturgemäß dann wieder die Ansprüche ganz unterschiedlich. Was dem einen nicht weit genug geht, geht dem anderen schon wieder zu weit. Das ist genau der Konflikt, der den europäischen Integrationsprozess begleitet, seitdem er begonnen hat. Aber ich will es an einer Stelle gerne nochmal zur Sprache bringen, wo es wiederum spezifische französische Verantwortlichkeiten, Erfahrungen und deutsche Zögerlichkeiten und Bereitschaften auf der anderen Seite gibt. Nukleare Teilhabe. Da gibt es dann unabhängig von der europäischen Dimension noch eine besondere koalitionsspezifische Entwicklung, die wir heute Abend vielleicht dann auch nicht vertiefen können oder müssen, obwohl das Thema ganz sicher dringend diskussionsbedürftig ist. Jedenfalls hat es auch an dieser Stelle ja eine interessante Initiative des französischen Staatspräsidenten gegeben, die die einen erfreut und die anderen eher irritiert hat. Johann Wadephul, der glücklicherweise heute Abend hier dabei sitzt, hat in diesem Zusammenhang in einem Interview erklärt, wir müssen die Zusammenarbeit mit Frankreich bei den Nuklearwaffen ins Auge fassen. Deutschland sollte bereit sein, sich mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln an dieser nuklearen Abschreckung zu beteiligen. Im Gegenzug sollte Frankreich sie unter ein gemeinsames Kommando der EU und der NATO stellen. Und dann sagt Frankreich, ja, das geht dann aber auch wieder zu weit. Vielleicht sagt Herr Wadephul zunächst mal, warum er das für richtig hält, und Sie erklären uns dann, warum das zu weit geht. Ja, vielen Dank. Herr Professor Lammert, vielleicht nur ein Satz zum westlichen Balkan. Ich glaube, es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Beitrittsperspektive für diese Staaten aufrechterhalten und das auch wirklich mit Energie vorantreiben. Weil wenn man von Europa redet und Europa meint, dann muss man, das ist in Thessaloniki gesagt worden, diesen Staaten auch die Chance geben, das zu machen. Dass sie dabei auch Kriterien erfüllen müssen und nicht einfach die Willensbekundung an sich reicht, ist vollkommen klar. China, darauf haben Sie hingewiesen, und ich bin einfach sehr dagegen, dass man sozusagen Erweiterung gegen Vertiefung stellt, sondern man muss, so schwer das ist, beides betreiben. Und wir wissen alle, dass wir in der Region immer an der Grenze zum nächsten auch ganz schlimmen Konflikt stehen können. Deswegen ist das sehr gut, dass es jetzt vorangeht. Und ich hoffe, dass es in der Tat auch in den Ländern vorangeht und dass sie sich Europa in jeder Hinsicht annähern. Was die nukleare Frage angeht, ist eine der schwierigsten Fragen, politisch unappetitlichsten Fragen, die man diskutieren kann. Keiner mag das gern. Ich bin da ganz einfach und sage, dass es in dem Moment,
für uns keine Gefahr, wo wir Europäer, wo wir in der NATO über eigene Abschreckungsmöglichkeiten verfügen. Das ist eben eine ebenso schreckliche wie leider notwendige Erkenntnis. Und da es diese grausamen Waffen nun einmal auf dieser Welt gibt, wird man deren Begrenzung in der Zahl und der Technik ihrer Anwendung und die von ihnen ausgehenden Gefahren nur dann eindämmen und vorantreiben können, wenn man selber sich beteiligt. Und nun hat Deutschland, das ist der zweite Punkt, für sich entschieden, wir wollen und wir werden keine Atomwaffen selber besitzen. Das wird so bleiben. Das wird nicht im Ansatz überlegt, das zu ändern. Dann muss man im dritten Schritt sagen, was machen wir denn? Und wie machen wir es? Und da ist es das wiederum Natürlichste, dass man sich anschaut, welches sind unsere engsten Partner, mit denen wir dann auf diesem Felde miteinander kooperieren können. Und das ist bisher, sind bisher die Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber haben wir jetzt halt über die Fortführung, die militärisch-technische Fortführung dieser sozusagen, wie wir es immer nennen, nuklearen Teilhabe, haben wir eine Diskussion auch in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass es einen großen politischen Willen gibt, das fortzuführen. Und wenn wir hier auch in dieser Runde über europäische Außen- und Sicherheitspolitik reden, dann liegt es für mich in der Natur der Sache, dass wir den einzigen Mitgliedstaat in der EU, den wir leider haben, Sie haben ihn nicht erwähnt, aber er steht natürlich auch als ein irgendwie Elefant hier auch mit im Raum, der verbleibende Staat ist die Französische Republik. Die ist dazu bereit, die ist dazu technisch in der Lage, sie ist unser engster Verbündeter hier in Europa, zum Glück, zum deutschen Glück, das muss man sagen. Und dann liegt es für mich sozusagen auf der Hand zu sagen, wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen wollen, dann nehmen wir sie gemeinsam mit Frankreich wahr. Und da gab es, das finde ich eine große Geste des französischen Präsidenten, zu sagen, das können wir uns vorstellen, mit anderen zu kooperieren. Und ich finde, das sollte man einschlagen. Und ich will auch, sagen wir mal, politisch, taktisch sagen, ich glaube, es ist in Deutschland auch leichter zu erklären mittlerweile, dass wir so etwas gemeinsam mit Frankreich erledigen, als dass wir das mit anderen erledigen. Und das kann ja vielleicht auch dazu beitragen, dass wir insgesamt so sicher auch in den nächsten Jahrzehnten leben, wie wir zum glücklicherweise in den vergangenen Jahrzehnten auch mit Atomwaffen auf dieser Welt gelebt haben. Und diese Chance sollte man nutzen. Und dass das am Ende des Tages aus meiner Sicht auch bedeutet, dass man ganz grundsätzlich, wenn es da Unterstützung von anderen Ländern gibt, dass das auch in der Kommandostruktur Folgen haben kann oder muss, das liegt für mich, ist für mich dann auch klar, weil man auch von keinem, der das maßgeblich mit unterstützt, erwarten kann, dass er keine Einflussmöglichkeiten mehr hat. Es ist jetzt bei der nuklearen Teilhabe so, dass die deutsche Bundesregierung das, was wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika gemeinsam machten, mindestens verhindern können. Da gibt es also sozusagen ein deutsches Veto, in dem man sagen würde, die Flugzeuge, die dafür vorgesehen sind, das ist ja öffentlich bekannt, deswegen können wir es hier auch besprechen, die werden nicht eingesetzt. Das kann also sozusagen die deutsche Regierung verhindern. Also das ist ganz klar, dass bei so einer, bei Anwendung derartiger Optionen es politische, militärisch-politische Einwirkungsmöglichkeiten der Staaten geben müssen, die sich daran beteiligen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch hier richtig europäisch denken müssen, dass das Frankreich schwerfällt, in der Weise europäisch zu denken, verstehe ich. Und letzter Satz, Entschuldigung, Herr Lambert, war etwas lang. Aber ich verstehe auch einen Satz, den der französische Präsident in einer Unterredung in München, in einem Kreis, ich glaube, den kann man auch zitieren, weil es auch klar ist, auch auf meine Frage hin gesagt hat. Er hat dazu gesagt, dass am Ende natürlich bei dem Einsatz derartiger Waffen man keine komplizierte Gremien- und Abstimmungsentscheidung haben darf, weil dann ist es nicht mehr glaubwürdig, sondern da muss es dann wahrscheinlich eine Person sein. Und das ist nun mal der französische Präsident. Das wird durch meinen Vorschlag nicht in Frage gestellt. Das ist logisch.
Ja, also das ist natürlich eine sehr komplizierte, empfindliche Frage, wie man das auch hier von den Diskussionen im Bundestag abnehmen kann. Ich glaube, wie Präsident Macron es eigentlich ziemlich deutlich erörtert hat in München, wir sind offen, und das ist auch ganz neu, für eine Zusammenarbeit. Und er hat, glaube ich, sehr klar die Tür aufgemacht und für Einladung auf einen Dialog. Und bis jetzt ist noch nichts gekommen. Und ich glaube, in dieser Sache muss man auch, wie das jetzt die Brücke zur allerersten Frage, sehr pragmatisch vorgehen. Das ist zu empfindlich, glaube ich, jedenfalls hier in diesem Land, in der Öffentlichkeit, als dass man sofort die Debatte auf institutioneller Ebene und sagen, jetzt sollte Frankreich seine Nuklearkraft unter der Obhut. Das macht keinen Sinn, glaube ich, denn alle Voraussetzungen zu diesem Weg sind nicht da. Also Europa ist kein souveräner Staat, und es sind Entscheidungen, die nur eine Person treffen kann. Also auf diesem Weg gibt es andere Etappen, und ich glaube, da sollten wir zuerst darüber sprechen, denn nur wenige wissen, wovon man spricht, wenn man von Nuklearkraft spricht. Worum geht es ganz konkret? Wie funktioniert das? Wie funktioniert dieses Prinzip der Abschreckung? Wer macht was oder wo steht was, und wie können wir uns da annähern und sehen, wie und wo wir zusammenarbeiten können. Aber auf jeden Fall sehr pragmatisch vorgehen, glaube ich. Das ist das, das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Jedenfalls macht auch und gerade dieses Thema nochmal deutlich, dass die Europäisierung von Aufgaben nur dann Sinn macht, wenn sie auch mit der Handlungsfähigkeit europäischer Institutionen verbunden ist. Das eine ohne das andere bleibt bestenfalls eine gut gemeinte Absichtserklärung. Deswegen wäre es zu schön, wenn es vielleicht im nächsten halben Jahr gelänge, neben den vielen, zum Teil jetzt heute Abend von uns diskutierten, absehbaren Aufgabenstellungen auch die Grundsatzfrage nicht nur auf die Tagesordnung zu bringen, sondern vielleicht auch voranzubringen, ob wir nicht eben doch an der einen oder anderen Stelle institutionelle Veränderungen brauchen, die nur über entsprechende Vertragsänderungen möglich sind, weil eben umgekehrt die Verweigerung solcher Vertragsänderungen die Stabilisierung des Status quo bedeutet, der ganz offenkundig an viel zu vielen Stellen nicht ausreicht, um uns in der gewünschten Weise handlungsfähig zu machen. Nun hat es noch keine Ratspräsidentschaft gegeben, in deren kurzer halbjähriger Amtszeit alle aufgelaufenen Fragen abschließend geregelt werden konnten. Mit dieser realistischen Vorstellung werden wir uns auch für die deutsche Ratspräsidentschaft für das zweite Halbjahr dieses Jahres wappnen müssen. Aber es wäre schon aller Bemühungen aller Beteiligten wert, diese Zeit zu nutzen, im Lichte der konkreten Erfahrung auch und gerade der letzten Monaten hier ehrgeizige, nicht nur vorsichtige, behutsame, aber ehrgeizige Anstrengungen für solche Verbesserungen zu unternehmen. Ich bedanke mich bei Ihnen, verehrte Frau Botschafterin, bei Ihnen, Herr Wadefuhl, Herr Ouattari, für Ihre Mitwirkung an dieser Diskussion. Bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie das an den Monitoren verfolgt haben, für Ihr Interesse. Wir bleiben ganz sicher dran, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende dieses Jahres für alle Probleme, deren Lösung verkündet werden kann, sich in engen Grenzen hält. Einen guten Abend noch.